Die Zahl der Todesopfer durch den Taifun Rai auf den Philippinen hat sich auf mehr als 20 erhöht. Laut Behörden wurden mehr als 18.000 Einsatzkräfte für Such- und Rettungsmaßnahmen in den am schwersten betroffenen Regionen mobilisiert. Der Taifun hatte am Donnerstag und Freitag schwere Schäden auf mehreren Inseln im Süden des Landes angerichtet. Stromleitungen wurden beschädigt, zahlreiche Dörfer wurden überflutet. Mehr als 300.000 Menschen mussten ihre Häuser verlassen. Wegen Windgeschwindigkeiten von bis zu 195 Stundenkilometern war Rai als Supertaifun eingestuft worden. Weltweit ereignen sich in der Regel etwa 5 Stürme dieser Stärke pro Jahr. Durch den Klimawandel und die damit steigenden Meerestemperaturen nehmen die Zahl und die Stärke von Wirbelstürmen zu.